Ja, Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Radiant Dawn. Gleich vorneweg. Der Onkel hat einen Hals wie ein Pelikan. Könnte sein, dass ich die nächsten paar Parts etwas schlechtere Laune an den Tag lege, was einfach daran liegt, dass ich dieses Kapitel, was gleich kommt, gerade zum zweiten Mal spielen muss, weil es einen Speicherstand zerschossen hat. Und natürlich zerschießt es genau den Speicherstand, den man als letztes erstellt hat. Ist natürlich völlig klar. Und da das eines der ätzendsten Kapitel im ganzen Spiel ist, bin ich gerade etwas angesäuert und war eigentlich kurz davor zu sagen, Spiel, leck mich, es geht nicht mehr weiter, weil das Kapitel ist echt ätzend und es ist lang. Und es hat über 3 Stunden gedauert, dieses Kapitel zu spielen. Und ich habe einfach eine ziemlich derbe Laune am Hals. Ich hoffe, das überträgt sich nicht zu sehr ins Let's Play. Ich probiere mir da Mühe zu geben. Naja, gut, ich habe jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, einiges anders und besser zu machen, als ich es vorher gemacht habe. Die Sache hat also zumindest so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen was Gutes. Aber wenn man eines der beschissensten Kapitel im ganzen Spiel hinter sich hat, eine Woche nicht aufnimmt und auch ich habe den Speicherstand nicht kontrolliert, ich kontrolliere die Speicherstände nie, weil bis jetzt nie irgendwas schiefgelaufen ist. Und habe eine Woche nicht aufgenommen, habe gedacht, okay, alles ist gut, mache weiter und sehe, ach du, der Speicherstand funktioniert nicht. Ich glaube, ich weiß auch schon, welchen Fehler ich gemacht habe, beziehungsweise, ich will es euch mal erzählen, dass ich einige von euch von dem Fehler bewahre. Ich habe den Spielstand, den ich erstellt habe, als das Kapitel fertig war, mit dem Spielstand habe ich den Spielstand, habe ich den Schnellspeicherspielstand überschrieben. Und das verträgt sich anscheinend nicht, denn die Spielzeit war angezeigt mit der ganz normalen Spielzeit, als wäre das Kapitel fertig. Allerdings war ich am Anfang vom Kapitel, wo ich gerade den Kampf begonnen habe. Also an alle, die das Problem vielleicht noch nicht hatten und auch noch nie einen Schnellspeicherstand mit einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Spielstand überspeichert haben. An alle hier der Hinweis, bei mir ging das bei diesem Mal, also ich glaube, ich habe es noch nie vorher so gemacht, also bei mir ging es wahrscheinlich deswegen so kräftig in die Hose. Und dem Onkel ist jetzt ziemlich der Kamm geschwollen. Allerdings, ist mir das Let's Play an sich zu wichtig, das Spiel eigentlich zu gut, um wegen so einem Fauxpas zu sagen, wir lassen das Ganze natürlich bleiben, vor allen Dingen nicht nach über 140 Parts im Schnitt von 30 Minuten. Aber nur, damit ihr mal wisst, oder damit ihr euch nicht wundert, dass es sein kann, dass ich jetzt in diesem Kapitel etwas schlechtere Laune habe. Den Riesenfehler, den ich beim letzten Mal begangen habe, ist der, dass ich Mikaya nicht gelevelt habe. Das muss ich aber in diesem Kapitel tun. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ein bisschen Bonuserfahrung vielleicht jetzt schon zu spendieren, wobei das, glaube ich, eine schlechte Idee wäre. Was wir aber machen, was wir auf jeden Fall machen, was ganz wichtig ist, genau. Wir geben Mikaya auf jeden Fall Elite. Nolan kann Elite mal bequem ablegen. Denn Mikaya braucht Level und nochmal Level. Denn, ich hab's etwas verschlafen, sie zu leveln. Ich hatte es irgendwie anders im Kopf, aber wir müssen sie in diesem Kapitel irgendwie auf Level 20 bringen. Ja, wird lustig. Bin mir auch nicht sicher, ob wir es ganz schaffen. Zum einen, weil Mikaya auch an eine Stelle auf der Karte unbedingt muss. Wenn ich sie da mitnehme, ist da nicht so viel los. Deswegen, oh Mann, oh, ich habe gerade überhaupt keine wirkliche Lust auf dieses Kapitel. Aber ansonsten haben wir hier ja alles schon gemacht beim letzten Mal. Nur wie gesagt, das ist jetzt ein Fehler, den ich gut machen kann, den ich beim letzten Mal gemacht habe. Denn da hatten wir Mikaya nicht mal auf Level 15, glaube ich, gebracht. Aber
da Micaia sich auch beim zweiten Mal zu einem speziellen Zeitpunkt im Spiel entwickelt, speichere ich das hier nochmal. So. Und dann starten wir in dieses Kapitel. Meine Fresse. Ich hasse es. Yune hat dich schon wieder besucht, was? Hatte sie was Interessantes zu berichten? Schon. Ich nehme an, dass sie für die Flut verantwortlich ist, in der vor Urzeiten die anderen Kontinente untergingen. Ich will ja eure Unterhaltung nicht stören, aber wir haben schon wieder Ärger mit den Getreuen der Ordnung. Hey! Wir sind... Ich wusste, dass dies früher oder später passieren würde. Was meint ihr damit, Kaiserin Sanaki? Ah, jetzt verstehe ich. Wow, Fatty McFatFat. Ah, teure Sanaki, unsere falsche Hohepriesterin. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Dieses Mal steht eine Armee aus Rechtschaffenden hinter mir und wartet nur darauf, euch zurückzuschlagen. Vizeminister Lekhain, ihr seid ein Verräter der verdorbensten Art. Niemals werde ich euch vergeben können. Haha, wirklich sehr amüsant. Vergebung von einer Betrügerin hat für niemanden Wert. Kaiserin, zwingt mich nicht, mir seine Blasphemie länger anzuhören. Erlaubt mir, ihn zum Schweigen zu bringen. Wartet, Sigrun, eines ist mir nicht klar. Lekhain, wie kommt ihr darauf, dass ich nicht die wahre Hohepriesterin bin? Die Erstgeborene in jeder Generation aus der Blutlinie Altinas, der ersten Kaiserin, soll Hohepriesterin sein. Sie wird die Stimme der Göttin sein. Sie wird richten, prophezeien und ihr Volk und dessen Land beschützen. Sanaki, noch kein einziges Mal habt ihr die Stimme der Göttin gehört, habe ich recht? Das liegt nur daran, ich bin noch nicht volljährig. Oh, welch komischer Zufall. Genau das erzählt der Senat dem Volk schon seit vielen Jahren. Hohepriesterin Sanaki ist noch zu jung, um die Stimme der Göttin zu hören. Gebt ihr einfach noch etwas Zeit. Oh, ist es nicht lustig, dass eure Seifenblase genau jene Lüge ist, die wir allen schon seit Jahren auftischen? Aber wie erklärt euch Lekhain? Arme Betrügerin, erzählte euch nie jemand von eurer älteren Schwester? Sie war die wahre Hohepriesterin. Ich hatte eine Schwester? Sie starb, bevor ihr geboren wurdet. Sie wurde zusammen mit Hohepriesterin Misaha vom Clan der Sirenes getötet. Also brachte der Senat euch ins Spiel. Statt der Erstgeborenen sollte die zweite Tochter Hohepriesterin werden. Ihr lügt. Sowohl mich als auch die edlen Sirenes bringt ihr in Verruf. Zu schön, dass ich euer Geheimnis offenlegen konnte. Vielleicht könnt ihr die Wahrheit nun akzeptieren. Schweigt! Die lügenverbreitende Zunge eines verräterischen Senators beweist überhaupt nichts. Beweise wollt ihr? Gut. Wir werden das Problem auf die traditionelle Weise lösen. Ein Kampf auf Leben und Tod. Wen auch immer die Göttin diesen Kampf gewinnen lässt, muss wohl recht haben. Lekhain, endlich haben wir euch gefunden. Das ist unsere Gelegenheit, Sothe. Wir müssen alles tun, um diesen Blutpakt in die Hände zu bekommen. Na dann los! Okay, wir haben alles erledigt. Wir gucken uns mal die Karte an. Ich muss jetzt ein bisschen umdenken. Ich will das jetzt zack, zack machen, aber ich habe euch ja noch gar nicht alles gezeigt. So, wir haben hier Lekhain. Ein Gesegneter. Der allerdings nicht angreifen kann, sondern der nur den Fortschrittstab hat, um sich irgendwo hin zu teleportieren, wo er gerade Lust drauf hat. Dann hätten wir Numida. Numida kann allerdings schon angreifen und hat eine Säuberung. Ist nicht ganz so schön. Was noch viel unangenehmer ist,
ist einmal hier der Mann, der Bischof mit dem Elfenschweigen. Er verhindert gegnerischen Magieeinsatz für 5 Züge. Das ist jetzt nicht so wild. Ätzend ist das, versetzt Gegner für 5 Runden in Schlaf. Und die Treffsicherheit des Stabs ist ziemlich hoch. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und dann muss ich erstmal wieder meine Zettel holen. Denn einen brauchen wir. Ja, und hier gibt es wieder jede Menge zu finden auf der Karte. Was ich auf jeden Fall alles auch finden will. Dazu muss ich jetzt erstmal wieder alles zurückblättern. So. Und zwar finden wir hier die Fähigkeit Drachenfeind. Wir finden eine Dämonenkarte. Wir finden einen guten Dolch. Wir finden ein Schneejuwel. Und wir finden ein Lagusjuwel. Dazu noch 2 gelbe Münzen. Die, um die ich mich aber primär nicht kümmern werde. Und wir können noch eine ganz wichtige Sache hier auslösen. Ein wichtiges Ereignis, was ich auf jeden Fall auch auslösen möchte. Wofür wir Mikaya allerdings brauchen. Und nach rechts schicken müssten. Da aber hier unten eindeutig mehr Party sein wird, werden wir Mikaya mit hier runternehmen. Wir werden auch immer mit Lianne in Mikayas Nacken bleiben, um sie besingen zu können. Dann tauschen wir einfach. Wir schicken Mikaya. Ja, ich mach's so wie letztes Mal. Ich stelle mich ähnlich auf wie letztes Mal. Tausche nur Mikaya mit Sanaki. So müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Hoffentlich. Wir werden sehen. Okay, ansonsten hier wieder nur jede Menge Getreue. Und Wyvern, die ziemlich gefährlich werden können. Und ansonsten ist es natürlich wieder mal ein Wüstenkapitel. Das heißt, alle Einheiten außer Magier kommen nur schleppend voran. Und fliegende Einheiten natürlich, die kommen auch gut voran. Da müssen wir uns natürlich unsere Truppe noch zusammenstellen. Wir wollen näher Look. Glaube ich, nicht dabei haben. Ich weiß nicht. Wir gucken erstmal. Tanit wollen wir nicht dabei haben. Ob ich nur 13 von 15 mitnehme? Ich meine, mit den Einheiten hier unten können wir sowieso nicht viel anfangen. Außer vielleicht Lethe, die ist noch relativ stark. Ach komm, wir nehmen Nealucci nochmal mit. Für den Fall der Fälle, falls er mal eingreifen muss. Belassen es aber dann, glaube ich, bei den 14 von 15 Einheiten. Das sollten wir so schaffen. So, die Position. Pass auf. Hier oben nach rechts schicken wir... Ja, wobei... Mit wem hat Nolan Support? Mit Eddie, glaube ich, oder? Ja, genau. Dann schicken wir Nolan und Eddie nach rechts. Im Schlepptau Leonard und Sanaki und wohl auch Laura aus Heilgründen. Und hier unten hätten wir dann Sothe, Aaron... Der sich übrigens auch wirklich, muss ich zugeben, den habe ich ein bisschen vernachlässigt. Der hat sich richtig gut entwickelt. Da könnten wir eigentlich glatt nochmal in die Basis und könnten den ein bisschen mit Bonuserfahrung vollstopfen, oder? Wie seht ihr das? Wenn wir die Möglichkeit noch haben. Machen wir das mal. Denn dann haben wir noch eine schlagkräftige Einheit mehr. Denn ja, wir haben genug Bonuserfahrung, definitiv. Ich glaube sogar mehr, als wir brauchen. Deswegen können wir hier, glaube ich, mal in Aaron ein bisschen investieren. Vielleicht entwickle ich ihn sogar. Geschwindigkeit ist immer gut und gern gesehen. Wir gucken mal. Das wird jetzt nicht noch... Ich denke mal, um die 10.000 werden wir noch investieren müssen.
Und nochmal Geschwindigkeit. Steigert er eigentlich KP? Ich habe gar nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Ja, steigert er. Wo ist denn da das Maximum? Und wieder Geschwindigkeit. Schön ist das. Und damit ist die Geschwindigkeit auf Maximum. So. Nur mal ganz kurz gucken, wo haben wir denn den Hellebardier? Nach Möglichkeit den männlichen. Nanu, wo ist er denn? Da! 45 ist Maximum in KP. Gut, ich denke, wir entwickeln Aaron jetzt. Ich gönne euch noch einen Klassenwechsel. Vielleicht kriege ich dann auch ein bisschen bessere Laune an den Hals. Gut, gut. Okay. Gut, die KP ist jetzt ein Untermaximum. Das können wir aber, denke ich, verkraften. Und nochmal Magie gelevelt. So, und dann würde ich sagen, gönnen wir es ihm. Das Klassenwechsel. Gönnen wir ihm das Klassenwechsel. Viel Spaß damit, Leute. Und damit wäre auch Aaron ein Wächter und ein ziemlich guter noch dazu, denn er hat sich wirklich ganz vorzüglich entwickelt. Ich frage mich, warum mir das nicht so wirklich aufgefallen ist. Ich glaube, ich bin eindeutig zu Nefine fixiert. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen ziemlich guten Aaron dabei, das ist wichtig. Dann mag ich mal drüber nachdenken. Wobei Inspiration bei Aaron, denke ich, jetzt mit Magiewert von 9 auch ganz gut ist. Das passt. Okay, dann können wir wieder zurück. Jawohl, Basis verlassen. Und speichern nochmal. Und zwar hier. Und, Moment, die Positionen, haben wir die schon fertig gemacht? Nee. Ja, ich denke, Marcia nehmen wir auch mit nach unten. Ich denke, hier oben sollten Nolan, Eddie, Sanaki, Leonard ganz gut klarkommen. Und hier machen wir das mal so. Naisala wird in diesem Kapitel auch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Der kann uns öfter mal den Hals retten, hat er bei der letzten Aufnahme auch. Sigrun ist auch so ein kleiner Notfallcharakter, ähnlich wie Nealucci. Boah, und dann würde ich sagen, gehen wir es mal an, oder? Ja. Speichern wir nochmal eben schnell. Ein paar Veränderungen noch. So, und dann hauen wir die Getreuen hier halt ein zweites Mal auf den Frack. So. Also, wie bereits gesagt, geht Eddie nach hier, wartet Nolan nach hier und rüstet sich aber auf keinen Fall den Hammer aus. So. Laura nehmen wir hier oben als Heilerin mit? Fragezeichen? Ich denke, sicher ist sicher, aber... Drei Heilmittel noch. Laura, du hast doch auch einen Purgativstab, genau wie Kaya. Okay, jetzt am Anfang, wo wir noch relativ nah beisammen stehen, lasse ich Laura mal so als Pendeleinheit stehen.
So, und dann... Aaron mal nach hier. Könnten jetzt hier schon mal langsam oder schon mal zustellen. Ja, also ich möchte hier ein bisschen blockieren. Und hier erstmal alles rankommen lassen, was rankommen möchte. Und das können wir ja eigentlich schon ganz gut machen. Indem wir dir... Ja, den Stahldolch lassen wir mal. Skrimir wird später auch noch recht wichtig. Es wäre gut gewesen, wenn ich Pein nicht verkauft hätte, die Fähigkeit, dass Lagus oder dass man eine Einheit zwei Felder stoßen kann. Ach, verdammt. Ich wollte Skrimir Reizen abnehmen. Habe ich mal wieder total vergessen. Hält mir doch im Kopf nicht aus. Na gut, zu spät. Auf jeden Fall wäre Pein hier eine gute Fähigkeit gewesen, denn später fällt noch was vor, wo wir Pein gut gebrauchen können. Das erkläre ich aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt kommt erstmal... Ja, auf jeden Fall... Mikaya direkt mit nach unten. Naisala direkt mit nach unten. Und der wandelt sich auch gleich. Und wartet. Genauso nehmen wir natürlich... Marcia mit nach unten. Ja, da kommt er ran. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir stellen Sigrun mal nach hier. Warten. Skrimir, du kannst auch schon mal in diese Richtung marschieren. Und warten. Sanaki, dich wollten wir hier mitnehmen, weil eine Magierin hätte ich doch überall gerne in petto. So, mit dir könnten wir eigentlich gerade mal Aaron besingen. Was wir natürlich auch machen. Alles klar, dann fliegst du mal wieder ein bisschen in Sicherheit. Und mit Aaron gehen wir jetzt nämlich hier hin. Und warten mal, dann wird er nämlich 100 pro angegriffen von ihm. Huch, so Nealucci kommt einfach noch, rutscht einfach noch so nach. Denn ich befürchte jetzt auch gleich, wir werden Laura hier unten brauchen, genauso wie wir Mikaya brauchen werden. Vizeminister Lekain, können wir anfangen? Kämpfer der Göttin, zerschlagt diese elenden Gotteslästerer. Gebt ihnen den Preis, der für Rebellion gegen unsere Göttin aussteht. Na klar, komm doch, komm doch, komm doch. Yep, yep, genauso wie geplant. Und ich glaube, dass wir Aaron den Klassenwechsel spendiert haben, wird sich hier bezahlt machen. Denn das habe ich beim letzten Mal, wo ich das Kapitel gespielt habe, nicht gemacht. Und da hatte ich entsprechend ganz schön Schwierigkeiten mit Aaron. Da steht ja noch ein Bischof, der Säuberung hat. Der ist mir ja leicht entgangen. Macht aber insofern eigentlich nicht viel. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir den Vivon mit Sanaki besiegen können, der oben gerade angeflogen kam.
Wäre irgendwie schon gut. Genau, jetzt setzt er das erste Mal Elfenschweigen ein. Ah ne, das war Elfenschlaf. Er setzt Elfenschweigen ein. Ah, und Laura kann keine Magie einsetzen. Genau dasselbe ist alles beim letzten Mal auch so passiert. Zum Glück haben diese Elfenstäbe nur zwei Angriffspunkte. Das ist sehr entscheidend. Kann Laura denn diese Stäbe einsetzen? Kann sie nicht. Prima. Prima. Prima Scheiße ist das. Was ich jetzt machen werde, ist mit den Einheiten hier allen alles einen rüberrücken, denke ich. Erstmal speichere ich. So. Und dann, ja, hier, ne? Sanaki, pass mal auf. Ich wäre dir sehr dankbar. Ne, Donner war es ja. Nein! Nein, 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 nein. Oh, Merde. Und er kann nicht. Er kann doch. Na. Dann machen wir das mit Nolan. Hier gehen wir mit Eddie voll in die Offensive. Da brauchen wir, denke ich, keine großen Bedenken haben. Ja, ihr seht es, Trefferwahrscheinlichkeit beim Gegner 0. Eddie hat die vorteilhaftere Waffe und hat einen guten Biorhythmus. Insofern setze ich auch einfach mal drauf, dass er crittet. Und bleibt bei der Stahlklinge. Nee? Oh, Eddie. Oh, Menno. Okay, dann kriegt den Kill, denke ich, Leonard, dass der Gegner auf jeden Fall weg ist. Hier oben läuft das jetzt folgendermaßen ab. Au. Ich gehe hier hin mit Nolan, damit die Gegner dann nicht an Nolan rankommen. Gut, einer muss sitzen, Nolan. Einer muss sitzen. Komm schon. Yes. Sitzen sogar beide. Hervorragend. So. Und dann müssen wir hier mal die Reichweiten checken. So. Wir gehen einfach direkt hier hin. Und nehmen die Lichtmagie. Denn Lichtmagie ist mit Abstand die sicherste Magie, die es im Spiel gibt. Also mit den besten Trefferquoten. Und da ich hier absolut auf Nummer sicher gehen will, machen wir ihn so kalt. Und Level up! Jaua, ne. Stärke bei Sanaki wirklich wichtig. Denn da hat sie ein ganz böses Problem. Sie kann quasi kaum ein Buch tragen, ohne Geschwindigkeitsabzüge zu bekommen. Hier gehen wir auch auf Nummer sicher. Und gönnen uns den Angriff mit Bianca. Wow. Bams. Und auch hier gibt's Level Up. Nee. Sehr schön. Alles klar, also hier stehen wir sicher. Jetzt müssen wir gucken. Ich nehme Laura doch erstmal mit nach hier unten. Folgendermaßen wollte ich gerade sagen, aber wir können ihn ja...
gar nicht bewegen. Er schläft ja. Du gehst erstmal nach hier. Wobei ich ja mal mit Marcia auch nicht zu sehr in die Offensive gehen will. Mit Aaron kommen wir nur nicht weit genug. Merde. Mit Sofia mal hier hin. Ich ziehe die jetzt erstmal alle einen rüber. Damit wir hier nicht noch eine Einheit brauchen, um abzusichern. Dann ist hier nämlich erstmal der Weg nach oben versperrt. Was wichtig ist. Sonst kommen die hier alle noch durch. Das will ja keiner. Und dann können wir eigentlich schon mal ganz kurz mit Marcia hier so ein bisschen ausrücken und schon mal einen angreifen. Warum eigentlich nicht? Ja, weil Marcia mit 62% 12 Schaden kriegt. Deswegen lassen wir das. Sie steht in seiner Reichweite und in seiner Reichweite. Können wir eigentlich doch riskieren. Machen wir auch. App. Ja. Und der Level Up. Nicht schön. Ein bisschen Verteidigung wäre echt nice, Marcia. Und wieder, wow, zurück in die Barrikade. Was wollte ich gerade nachgucken? Wie der Biorhythmus ist. Denn einige meinen festgestellt zu haben, dass die Level-Ups eventuell mit dem Biorhythmus zusammenhängen. Ich weiß es nicht, es wäre mir neu. Ist aber dennoch nicht ausgeschlossen, würde ich sagen. So, Skrimir. Du hast sogar eine Mixtur dabei. Die 40 KP wiederherstellt. Das ist perfekt, dann brauchen wir keinen Heilstab zu nutzen. Pass mal auf, du fliegst einfach erstmal hier hin, dass du hier mal aus dem Weg bist. Dann habe ich Folgendes vor. Laura, bitte nach hier. Warten. Mikaya, eine Erneuerung auf Laura. Perfekt. Lien, bitte einmal kurz reden. Okay, das machen wir. So, und dann das Galdra auf Laura. Da Laura nämlich auch einen Erneuerungsstab dabei hat, wird sie jetzt Skrimir aus dem Schlaf reißen. Und Skrimir wird dann eine Mixtur zu sich nehmen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es im nächsten Zug wohl genauso ablaufen wird mit dem Einsatz der beiden Elfenstäbe unten. Und dann sollte das eigentlich alles passen. Ja. Ich denke, so können wir es stehen lassen. Okay. Und auch ist wahrscheinlich, dass der Bischof noch zweimal seine Säuberung auf Skrimir einsetzen wird. Sehr schön, Marcia. Auch das sollte bei Eddie keine Probleme geben, wobei er eine recht hohe Trefferwahrscheinlichkeit hat im Vergleich zu seinem Vorgänger.
Okay, aber Eddie managt das. Es kristallisieren sich echt immer mehr Einheiten raus, die Kandidat wären, um hier letztendlich dick mitzumischen. Oh, Ingrim und Starre, volle Möhre. Aber wir werden uns irgendwann entscheiden müssen. Wir können nicht alle Einheiten bis zum Ende behalten. So viel sei mal gesagt. So, dann braucht Marcia im nächsten Zug dringend die Heilung. Weil wir die wahrscheinlich gar nicht wirklich spendieren können. Was machen wir denn da? Ja, genau, wieder zweimal Säuberung auf Skrimir. Dann hat er nur noch einmal Säuberung. So, ihr kommt nachgerückt. Du da oben auch. Okidoki. Jawohl, da kommt wieder. Und er ging sogar daneben. Das ist natürlich prächtig. Ersparen wir uns einmal die Erneuerung. Jawohl. Das lief doch perfekt. Und hier werden zwei geheilt. Das heißt, wir speichern erstmal wieder. Okay, und dann, was wollte ich gucken? Ha! So, das ist auch ganz gut, die beiden, wenn wir auf der Karte dann am Ende noch irgendwelche Gegenstände suchen müssen. Ach, wo ich euch noch gar nicht gezeigt habe, wo wir die finden. Kann ich euch aber dann zeigen, wir suchen die eh alle. Ich will die Gegenstände auf jeden Fall alle finden. Mit Sothel, mit weiß der Geier wem. Hier unten ist zum Beispiel auch einer. Ein Feld vor Aaron. Das heißt, wir könnten eigentlich mit der ganzen Truppe noch eins nach vorne rücken. Was gar nicht so schlecht wäre eigentlich, oder? Boah, überlege ich mir. Ich gucke jetzt erstmal, was hier oben noch so geht. Ja, da wir Leonard nicht leveln, wird Eddie wohl auch diesen hier übernehmen. Gehen wir mal nach unten. So. Tschüss. So. Nolan, rüsten wir erstmal wieder die Nahkampfwaffe aus. Hoppala, hast du eine Fernwaffe? Ist nicht wahr. Gehst du mal nach hier. Und Sanaki können wir eigentlich mal da stehen lassen. Ich denke auch mit der Lichtmagie da stehen lassen. Eine Resistenz von 29. Ja, wir lassen Sanaki mal stehen. Elfenblitz wiegt auch nur 3, da gibt es auch keine Gewichtsabzüge. Wie bei... Ah, bei ihrer Feuermagie mittlerweile auch nicht mehr. Ist schon mal sehr gut. Okay, lassen wir Sanaki da stehen. Das müsste passen. Na, Eddie hätte jetzt vielleicht die Mistralklinge ausrüsten können. Und ihr seid noch weit weg. Das ist gut.